Es ist paradox. Heute unterbinden Erzieher oft schon jede kleinste Rauferei im Kindergarten, suchen Konfliktprogramme an Schulen, Prügeleien zu verhindern. Doch laut einer Studie hat jeder fünfte Hauptschüler schon einmal so hart zugeschlagen, dass ein Opfer zum Arzt musste. Auch versuchen Fußballclubs mit Fanprojekten das Treiben von Hooligans in Stadien einzudämmen, verläuft kein 1. Mai ohne deeskalierende Maßnahmen. Doch nach der Statistik der Polizei schlägt er bei Großveranstaltungen immer massivere Gewalt entgegen. Ganz zu schweigen von Medienberichten, in denen Rowdies Passanten zu Tode treten oder Schüler mit Gewehren um sich schießen. Noch nie, das ist sicher, war in Deutschland Gewalt so geächtet, aber noch nie, so scheint es, war die Hemmschwelle so niedrig, sie auszuüben. Gewalt ist ein soziales Problem, sagen die einen, und dass sie eher in der Unterschicht vorkommt. Gewalt wird bestärkt durch Killerspiele am Computer, sagen die anderen, und dass sie zu verbieten sind. Gewalt, so sagen wieder andere, gehört bekämpft und ausgetrieben. Gewalt gab es schon immer und überall, sagen Ethologen und Philosophen. Für sie ist Gewalt eine Grundstruktur des Menschen. Für Konrad Lorenz war sie das sogenannte Böse, das allenfalls weggezüchtet werden könne, und für Carl Gustav Jung die andere Seite des Selbst, ohne die der Mensch keine Ganzheit finde. So ist Gewalt Bestandteil einer jeden Kultur. Für die Griechen verkörperte Apollon die Ordnung der Welt, die aber stets bedroht war durch die destruktive Kraft des rauschhaften Dionysos, und selbst das Christentum begann mit dem Tod des Erlösers am Kreuz, bis heute ist diese Bluttat präsent in der Idee, sie sei Gott gewollt. Aber dennoch versucht die westliche Welt bis heute Gewalt zu verdrängen. Das Christentum predigt Gewaltlosigkeit, und in seinem Gefolge versprach die Aufklärung, Gewalt sei durch Vernunft zu besiegen. Der technische Fortschritt beflügelte diese Idee, mit ihm gedieh der Reichtum, und so schien auch ihr dem rationalen Geist entsprungen. Im 19. Jahrhundert begann sich so die Gesellschaft von Gewalt zu entgiften. Mit Pädagogen, die meinten, Strafe müsse nun weniger den Körper, denn die Seele disziplinieren, mit Friedensgesellschaften, die schon damals Kriege verbieten wollten, mit Bürgern schließlich, die immer mehr Sicherheit forderten, weil die Städte wuchsen, die ihnen Wohlstand brachten. Die Menschen, die in früheren Epochen Gewalt noch häufig sahen, ertrugen und ausübten, entfremdeten sich von ihr. Gemäß der modernen Fortschrittslogik, die immer komplexere Maschinen schafft, um zu produzieren, und immer rationalere Köpfe braucht, um sie zu bedienen. Aber wie das Dionysische in unserer individualisierten Kontrollwelt sich heute in Massenpartys wie der Love-Parade zu einem neuen Kollektivismus entlädt, so ist auch Gewalt, die dunkle Seite des Dionysischen, in und unter uns geblieben, und sei es nur als Imagination. Das zeigen nicht zuletzt Kino und Fernsehen, die vielleicht deshalb immer blutrünstiger werden, da man im normalen Leben gewöhnlich keinen toten Menschen mehr sieht. Gewalt, vielleicht verschafft sie sich tatsächlich dort umso stärker eine Bahn, wo man versucht, sie auszugrenzen. Wir sollten sie daher als anthropologische Konstante betrachten und sie integrieren in unser Leben, um ihre Zügellosigkeit zu verhindern. Offenbar ist es nicht gewaltlose Erziehung, was wir heute brauchen, sondern Erziehung zum bewussten Umgang mit Gewalt. Eine Pädagogik, die sie nicht verleugnet und verdrängt, sondern die davon ausgeht, dass sie denkbar ist und ihre Grenzen und Regeln benennt. Warum nicht Kampfsport in den Schulen fördern, das Boxen und Ringen? Gerade in ihrer sportlichen Variante verfügt Gewalt heute noch über Hegungen, die in ihren anderen Formen oft verschwunden sind. Aggressive Spannungen könnten sich so geordnet entladen, und wer weiß, vielleicht führt es dazu, dass, wenn es denn sein muss, sich Menschen wieder ritualisierte und damit zivilisierte prügeln, statt besinnungslos aufeinander einzutreten oder sich dadurch gar zu töten. Vor allem aber sollte man vom Moralismus lassen, der Gewalt mit der Null-Toleranz-Idee immer mehr verteufelt. Denn mit der Gewaltlosigkeit ist es wohl wie mit dem Glück. Dieses sei eine neue Idee in Europa, sagte einst Saint-Just, der französische Revolutionär. Aber wie man weiß, pulste dafür das Blut Tausender von den Schafotten in den Staub der Marktplätze.